Das ist doch schon wieder unerträglich warm, hey, Leute. Zieh doch endlich mal deinen Rollkragenpullover aus, du alter Hornbüffel. Ja, dann erkennt auch niemand mehr, was für eine Rolle ich darstellen Außerdem soll. Außerdem heißt das doch Hornochse und nicht Büffel. Ja, und warum bist du, dass ich mich hier entblöße für dich? Mir doch egal, ich schwitze doch weiter. Ja, hier, Samstag vor 2 Wochen irgendwie war doch Werbstag im April seit Aufzeichnung, oder so was? So war das doch aber gar nicht. Na, vor April war das schon mal. Also zeichnen die erst seit April auf, oder was? Mensch, das war der Werbstag im April seit der Aufzeichnung. Du, ich kann mich noch dran erinnern, dass ich früher die Eier im Schnee gesucht habe. Ja, die werden ja auch immer ein bisschen lutter, wenn's kalt ist. Mensch, ne? Ich mein Ostereier, du Hornswoggle. Hornochse. Ich höre immer seit der Wetteraufzeichnung. Seit wann wird das denn aufgezeichnet eigentlich? Ja, seit April, dachte ich. Ja, seit 81 wird das wohl gemacht, glaube ich. 1981? Das ist ja noch gar nicht so lang. Seit 1881 machen die das, Mensch. 1881? Wie soll ich mir das vorstellen? Schatz, was machst du da schon wieder? Mensch, ich schreibe auch wieder Wetter heute, was? Was soll denn der Blödsinn? Das interessiert in 143 Jahren noch eh niemanden mehr. Und jetzt zieh endlich dieses dämliche Faschingskostüm aus. Meine Eltern kommen heute zum Essen und du musst dich noch fertig machen. Ja, ist doch in Ordnung, Mann. Nie darf ich das tragen, worauf ich Lust habe. Eigentlich ist das warme Wetter auch top. Ich meine, ich konnte direkt angrennen, ne? Jetzt erst. Bei mir läuft der schon seit Januar und da durchgängig. Viel zu kalt doch aber, oder Wieso, nicht? Wieso, der Grill wärmt dich doch aber? Ja, aber schmecken tut er doch so nicht mehr. Ja, Mensch, du sollst ja auch nicht draußen im Schnee Ja, essen. Aber dann versaut man noch das ganze Konzept des Grills. Ich meine, wenn du das alles draußen fertig machst und reingehst, um das zu essen, ich meine, das ist doch völlig unromantisch. Ja, also erstens esse ich das dann im Wohnzimmer und zweitens machen viele das so. Du solltest vielleicht mal deine Fakten überprüfen, bevor du hier rumnörgelst. Ich nörgel doch gar nicht rum, du alter Hornochse. Mensch, das heißt doch auch noch... Nee, jetzt war richtig hier. Ich meine, wenn das so weitergeht, dann können wir unsere Ente bald im Winter auf den Grill feuern, ja, ne? Ja, beginnt der Ente sich ja dann nichts, ne? Ich meine quasi, dass wir die draußen auch essen können. Ja, wäre doch mal eine schöne Abwechslung. Schön im Sommer Weihnachten auf der Liege verbringen und schön Ente essen, oder sehe ich nichts Schlimmes bei dir? Abgepiept, ich will meine Ente essen, wenn's kalt ist draußen. Ja, setz dich doch einfach zum Essen in den Keller, tust uns angefangen. Ich meine, ist ja nun mal Fakt, dass von Jahr zu Jahr wärmer wird, ja, ne? Wenn Günther sich so langsam mal nicht zusammenreißen kann, dann wird das Klima hier im Raum auch kälter, ne? Das verstehe ich nicht. Wie sind wir da überhaupt drauf gekommen? Wie war Ja, dann zieh doch endlich mal den Rollkragenpullover aus und setz die blöde Mütze ab. Wer bist du denn, Hein Blöd, oder was? Mein Gott, oh, wer, der Mächte, der will mich unbedingt nackt sehen hier. Ich krieg halt gar nicht mehr mit, aber das ist ja gar nicht mehr subtil, was er hier möchte. Und besser jetzt, oder? Ja, und Ben Frisch jetzt so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vergesse immer, was du für eine grottige Frisur hast, wenn du die Mütze absetzt. Und ich sehe erst immer, wie hässlich deine Gusche ist, wenn ich meine Brille aufsetz. Meine, kann ich mich hier ein paar Stunden verstecken? Meine Schwiegereltern sind zu Besuch gerade. Jetzt zieh doch endlich mal deinen Rollkragenpullover aus, du alter Hornbüffel.